Herzlich willkommen, mein Name ist Ben. Heute koche ich für euch leibwürzige Zucchini Spaghetti an Basilikumsauce. Kalorienarm und sehr gesund. So, machen wir anfangen. Zum Essen nehme ich Zucchini Spaghetti. Schön. Schön. Super. Die Zucchini in Schieb geben. Ein bisschen Salz. Nicht zu viel, sonst zu salzig. Salz hilft, die Wasser rauszuziehen. Und gut mischen. 10 Minuten lassen ziehen. Weiter koche die Soße. Ein bisschen Bio-Margarine. Hellenkernmehl. Dazu und gut mischen. Mixer, bis Masse entstanden ist. Und mit kalter Gemüsebrühe-Ablösung, damit nicht heiß. Gut rühren und Sojasahne dazu. Viertelstunde kochen lassen, für das mehr Geschmack weg ist und ist gut Geschmack. Tamari-Sauce dazu. Muskat, ein Pries. Und noch ein bisschen Salz. Und Schwarzpfeffer. Weiter, frisch Basilikum, das braucht viele. Noch ein bisschen Apfelessig, nur ganz wenig. Lass Sauce dazu in den Mixer. Und zusammen mischen. Sieht schön aus, grüne Basilikum. So, ein bisschen mischen. Voilà. Ein bisschen Olivenöl in Pfanne. Schneide hier Chili-Tomaten. Einfach nur halbieren. So, das Tomate in Pfanne. Noch Pinkerne dazu. 2 Minuten lunsten. Noch ein bisschen Chilito. Noch ein bisschen Salz dazu. Und Schwarzpfeffer. So, in Teller lassen.
Dann das Zucchini kann man in die Pfanne geben. Und die Sauce gießen. Alle Hefeflocken. So, alle Hefeflocken dazu. Das schmeckt sehr lecker. Nur kurz erwärmen. Und Tomaten dazu. Hitze reduzieren. Gut mischen. Hey, eine leckere Zucchini-Spaghetti fertig. Probier. Noch ein bisschen Salz. Und es ist perfekt. Und Pfeffer noch. Jetzt soll der gut sein. Nochmal probieren. Sage dir wie. Sehr frisch Aroma. Einfach und sehr lecker und gesund. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.